insbesondere diejenigen, die nicht am Beten sind, insbesondere diejenigen, die am Sündigen sind, sollen sich dieses Video bis zum Schluss anschauen. Und wenn ihr jemanden kennt, der dieses Video sehen sollte, dann leitet dieses Video an ihn weiter. Es gab mal einen Gelehrten namens Al-Fudayl ibn Iyad, einer der größten Gelehrten. Er verstarb im Jahr 184 Jahre nach der Auswanderung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Einer seiner Schüler war unter anderem Sufyan ibn Uyaynah. Einer seiner Schüler war unter anderem Abdullah ibn Mubarak. Einer seiner Schüler war unter anderem Imam al-Shafi'i radiallahu anhuma. Er hatte viele Schüler. Einer seiner Schüler war eines Tages am Sterben. Er lag im Sterbebett. Dann rief man Al-Fudayl zu seinem Schüler hin. Er kam und setzte sich an der Kopfseite seines Schülers und sagte zu ihm, sag das Glaubensbekenntnis auf, damit er mit Khair abschließt, damit er auf das Gute abschließt, mit dem Glaubensbekenntnis abschließt. Dieser Schüler sagte nichts und schaute ihn an. Er sagte zu ihm wieder, sag das Glaubensbekenntnis auf. Nichts. Er sagte wieder zu ihm, sag das Glaubensbekenntnis auf. Dann sagte dieser Schüler, wal'iyadu billahi ta'ala, er sagte dann, ich entsage mich davon. Dann wurde ihm die Seele entzogen und er verstarb auf den Unglauben. Al-Fudayl war schockiert. Er war wütend und traurig gleichzeitig. Er ging weg und weinte dabei aus Furcht vor Allah Azza wa Jal. Dann sah er ihn im Traum. Er sah ihn, wie Engel ihn gezogen haben und in die Hölle geworfen haben. Er rief ihn noch hinterher. Wehe dir, was hast du getan? Dann sagte dieser Schüler zu seinem Lehrer. Er sagte zu ihm, O Lehrer, ich habe ständig die üble Nachrede über meine Brüder begangen und hatte ständig Neid im Herzen ihnen gegenüber. Somit habe ich ein schlechtes Ende bekommen, so dass ich auf den Unglauben gestorben bin. Allahu Akbar. Liebe Brüder und Schwestern, nicht beten, Hass und Neid im Herzen haben, Zwietracht stiften, üble Nachrede, Fitna. Das alles sind Gründe für ein schlechtes Ende. Allah möge uns bewahren. Nehmt euch das zu Herzen.